Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Ich stehe hier vor der kleinen Eishöhle. Und in die wollen wir jetzt hineingehen. Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt muss ich wieder überlegen. Ducken war C. Im Ducken kann ich auch zuschlagen. Da müssen wir hier mal gucken. Also mir ist jetzt schon sehr, sehr kalt hier. Das ist natürlich doof, dass ich hier so derart friere. Also wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier nicht erfrieren. Und es sieht schon sehr gespenstig hier drin aus. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. das könnte ein Problem werden. Das könnte ein Problem werden. Ich bräuchte eigentlich Stimmbären. Denn wenn ich hier betäubt werde von den Spinnen zum Beispiel. Könnte das ein Problem werden? Ja, dann werde ich nochmal zurückfliegen und mir doch nochmal ein paar Stimmbären besorgen. Ich schalte euch dann wieder hinzu, wenn ich wieder vor der Höhle stehe. Denn dann müsst ihr mir jetzt nicht nochmal zugucken, wie ich zurückfliege. Das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen unspannend. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ich fliege jetzt gerade wieder die Höhle an. Habe jetzt 100 Stimmbären mit einstecken, beziehungsweise mittlerweile ist schon wieder eine vergammelt. Wir haben also 99, aber damit komme ich hoffentlich erstmal ein Stück weit. Und dann versuchen wir das Ganze jetzt erneut. Ich werde gleich nochmal was essen. Ein kleines Schnitzel. Und dann versuchen wir das hier alles noch einmal. Hier drin gibt es Fledermäuse. Das ist mir gerade auch nochmal eingefallen. Und da besteht auch immer eine gewisse Gefahr, dass die Tollwut übertragen. Und da weiß ich zum Beispiel auch noch gar nicht, wie man Tollwut dann heilen könnte. So, als erstes kommt man hier in so einen großen Gang. Man kann rechts lang, geradeaus oder links. Ich würde jetzt zuerst links lang gehen, weil ich immer zuerst links lang gehe. Ich glaube, das Artefakt ist aber direkt rechts. Allerdings ist das nicht der beste Weg, glaube ich, den direkten da lang zu nehmen. Was ich auch noch probieren wollte. Normalerweise hätte ich gedacht, dass diese Kristalle einen auch Wärme bieten. Aber vielleicht war das hier auch so einer. Weiß ich jetzt gleich gar nicht mehr. Ja, wir gehen also jetzt hier in diese Richtung. Ich glaube, hier muss ich gar nicht gebückt laufen. Und hier ist auch noch schon wieder ein Abzweig. Da ist auch schon eine Fledermaus. Ich kann ja mal schnell gucken, was sie für ein Level hat. Die dürften aber vom Level halt nicht größer sein als normal. Da war eine 20er und eine 104er. Okay, also da ist auch nochmal ein Abzweig. Und den müssen wir auch nehmen, weil ihr seht das hier vielleicht, ist ein Loch. Das ist nämlich das Gefährliche an dieser Höhle. Da kommt man nicht lang. Wenn ich hier reinfalle, bin ich tot. Deswegen müssen wir hier sogar in diese Richtung. Und hier komme ich aufrecht nicht durch. Ich muss mich also tatsächlich auch ducken. So, und jetzt werden wir gleich hier gegen die Fledermäuse kämpfen müssen. Und Spinnen sehe ich da auch schon. Jetzt kommen sie. Und hier müssen wir in den Nahkampf. Das geht hier nicht anders. Wir müssen das alles selber machen. Die haben wir. Uns geht's, ja, das Problem ist halt, uns ist kalt, ne? Okay. Ich
weiß nicht, bringt mir das was, wenn ich die Fackel anmache? Nee, da ist uns auch noch kalt. Das ist natürlich doof. Da müssen wir hier wirklich aufpassen. So, hier müsste wieder der Weg sein, wo es zu dem Loch geht. Aber man könnte dann hier zum Beispiel den Weg lang gehen. Ich höre hier Tierchen. Ich sehe hier keine. So, also die Seite haben wir leer geräumt von der Höhle. Man müsste also jetzt hier weiter gucken, oder war das der Weg, den wir gekommen sind? Jetzt bin ich gerade selbst ein bisschen im Kreis gelaufen. Glaube ich. Genau, okay. Das heißt, ich müsste hier rechts weiterlaufen, glaube ich. Ein bisschen leer hier, habe ich das Gefühl. Das ist einfach nur ein größerer Raum. Hier geht es auch noch mal nach unten. Obwohl, nee, hier ist Sackgasse. Da vorne ist wieder ein kleines Spinnentier. Bäh. So ekelhaft. So ekelhaft. Aber da muss ich tatsächlich hier so lang und hier lang. So, jetzt hätte ich sie sogar zähmen können, aber das will ich natürlich nicht. Will auch die Spinnen nicht zähmen. So, ich muss aber wirklich mal gucken, dass ich mich irgendwie mal wieder wärme. Und hier geht es auch nicht weiter. Hier ist wieder ein Abgrund. Den kann ich hier nicht lang gehen. Was ich natürlich probieren könnte, dass ich mal die Fledermäuse anlocke, indem ich sie einfach mal anschieße. Dann kommen sie nämlich her. Das sind zwar recht viele. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht übernommen mit denen. Aber hier kommen sie nicht durch. Da könnte ich sie fast alle töten. Sind sie irgendwie weg? Wo sind denn die anderen jetzt hin? So, jetzt muss ich ja tatsächlich erstmal hier raus aus der Höhle und mich irgendwie aufwärmen, heilen, weil ich sonst sterbe. Muss ich nur gucken, dass ich den richtigen Weg wieder nach draußen finde. Hier ging es nicht weiter, Sackgasse. So, da sind die toten Fledermäuse, das heißt, hier müsste es doch eigentlich zum Ausgang gehen. Wie gesagt, diese Höhle ist sehr, sehr verwinkelt. Und wenn ich jetzt hier falsch gelaufen bin, dann komme ich nicht raus, sondern vielleicht direkt in meinen Tod. Naja, da ist dieser Bereich. Das heißt, ich muss hier in diese Richtung. Ich glaube, ich bin einmal im Kreis gelaufen, aber das macht nichts. Wo kommen die dann jetzt auf einmal her? Mist, hier muss ich raus. Ich kann mir den Kampf mit denen jetzt nicht leisten. Dann sterbe ich mit Sicherheit. Ich weiß ja nicht, ob ich schnell an denen vorbeirennen kann. Ich probiere das mal. Das hat geklappt. Okay. Gut. Schnell vorbeigerannt. Hier draußen ist es zum Glück nicht ganz so eisig. Da kann ich also essen und da ein paar Trefferpunkte regenerieren. Puh.
Also eine Seite der Höhle haben wir jetzt schon mal geklärt. Das heißt, wir müssen dann einen anderen Weg finden. Oder ich habe hier noch den Weg übersehen, den man gehen müsste, um zum Artefakt zu gelangen. Wie gesagt, die Höhle ist unglaublich verwinkelt. Und ja, was mir natürlich hier viel besser helfen würde, wäre hier dieser Medizintrank. Den müsste man sich eigentlich mal herstellen, denn jetzt muss ich tatsächlich warten, bis ich über Zeit die Trefferpunkte regeneriere. Und mit so einem Medizintrank würde es natürlich wesentlich schneller gehen. Allerdings habe ich den halt mir nicht gemacht. Ist vielleicht auch ein bisschen ungünstig. Kann ja mal gucken, ob ich... Nee, eigentlich müsste ich noch länger warten, um die Trefferpunkte zu regenerieren. Ja, hier diese Rohstoffe, damit ich dann nicht überladen bin. Chitin und Leder bekommt Tony Shark ins Inventar. So, jetzt müsste unser Magen auch gesättigt sein. Das heißt, jetzt können wir durchs Essen nicht mehr Trefferpunkte regenerieren. Jetzt müssen wir tatsächlich das über Zeit gehen lassen. Ich würde mal sagen, wenn wir bei 200 sind, würde ich versuchen, die Fledermäuse im in der Haupteingangshöhle dort mal zu besiegen. Und da muss man tatsächlich gucken, dass wir den Weg zum Artefakt finden. Das ist gar nicht so einfach. Ist halt sehr verwinkelt und es kann durchaus sein, dass ich an irgendeiner Stelle was kaputt schlagen muss. Irgendein Stein oder ein Kristall. Ich habe das so schwach in Erinnerung. Müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, bis 200 lasse ich es mal noch hochgehen. Dann haben wir fast zwei Drittel Leben. Und damit können wir erstmal wieder was anfangen. Ah, die Spinnen sind so ekelhaft da drin. Vor allem, wenn man nur dieses haarige Bein da von der Ecke rausgucken sieht. Aber ihr habt auch gemerkt, von der Temperatur her wäre es durchaus angebracht, noch eine verbesserte Pelzrüstung zu haben, weil die ist je nach Kältegrad, ihr seht das, ich habe schon wieder den Eiswürfel, eigentlich nicht ausreichend. So, hier würde ich das auch mal machen, dass ich die aus der Ferne anlocke, beziehungsweise vielleicht auch gleich töte. Ist er abgehauen? Okay, dann nehmen wir die Pike. Irgendwas habe ich gerade gehört. So. Ach, da oben. Tja. Wenn sie nicht zu mir kommen will, ich komme da nicht hin. Wir gehen jetzt mal hier lang. Da haben wir hier so ein Vieh. Und die beißen schon unglaublich doll zu, ne? Die machen unglaublich viel Schaden. So, hier komme ich nicht lang, aber da waren wir vorhin. Von der anderen Seite hat man da geguckt. Wahrscheinlich sind so auch die Fledermäuse in den Hauptgang gekommen. Und dann gibt es halt hier den Weg, den würde ich als nächstes gehen. Aber ich muss tatsächlich erstmal wieder raus. Und mich regenerieren. Also wenn wir merken, dass das hier nichts wird, würde ich wahrscheinlich doch erstmal wieder zurückgehen und mir dann so einen Heiltrank mal zubereiten.
Und derzeit müssen wir halt erstmal wieder warten. Ich würde die Zeit jetzt hier nochmal verbringen, bis ich voll geheilt bin und schalte euch dann auch wieder hinzu. Ihr müsst das ja jetzt nicht die ganze Zeit mit angucken. Wir sehen uns dann jedenfalls gleich wieder. Ja, und da wären wir wieder. Ihr seht volle Trefferpunkte. Das heißt, wir versuchen es nochmal. Ihr seht, hier sind auch irgendwie schon die Fledermäuse irgendwie halb draußen. Aber gut, ja. Soll uns erst einmal egal sein, würde ich sagen. Wir haben jetzt volle Trefferpunkte. Nicht mehr lange, glaube ich. Und dann hat sich das damit auch schon wieder erledigt. So, wir wollten jetzt geradeaus den Gang. Und da jetzt hier oben lang. Da haben wir auch nochmal ein größeres Areal. Da warten sie auch schon wieder um der Ecke. So, jetzt muss ich mal schnell ein paar Stimmbeeren nehmen, weil sie mich hier angeknabbert haben. Irgendwo sind noch mehr. Da drüben, aber da ist ein Abgrund. Das ist ja erstmal gut, wenn die in den Abgrund fallen. Nur ich darf da nicht reinfallen. Das wäre nämlich tödlich. Frage ist, ob ich hier drüber muss. Das ist ein kleiner Sprung, also den würde man wahrscheinlich schaffen. Und auch zurück, so würde ich hier da wahrscheinlich langkommen können. Die Frage ist, muss ich hier lang? Das weiß ich jetzt nämlich auch gerade nicht mehr. So, und hier ist dann auch nochmal so eine Seite. Also hier geht es dann im Prinzip auch nicht weiter. Komme ich hier gar nicht mehr zurück. Was ist denn das jetzt hier? Doch. Okay. So, und jetzt müssten wir wieder beim Hauptgang sein. Genau. Da bleibt uns jetzt nur noch die Seite hier. Lass mal links lang gehen. Da kommen wir hier auch wieder zu dem Vorsprung. Müssten wir dann hier mal gucken. Mal ganz rechts lang gehen hier, von der Haupthalle sozusagen aus betrachtet. Hier hinten laufen wir auch einmal im Kreis. Die fällt runter, die Spinne. Genau, und das hier ist die Stelle. Da könnte man auch lang, aber das ist die wirklich gefährliche Stelle zum Artefakt. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal hier, dass wir da lang kommen. Oh, seht ihr das? Was ist denn da alles los? Aber da müssen wir hoffentlich nicht rüber. Kann die ja mal. Da sehe ich ja auch ein Loch davor. Jetzt hat sie mich noch getroffen. Aber die fallen dann halt auch ins Loch rein. Deswegen würde ich mal gucken, dass ich die anschieße. Dass die dann vielleicht auch ins Loch fallen. Jetzt wollen sie mich wahrscheinlich gleich wieder anspucken. Vielleicht kann ich die halt auch aus der Ferne hier gleich töten, wenn sie nicht ins Loch fallen wollen. So, eine ist tot, die andere rennt da hinten irgendwo jetzt rum. Na gut. Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter, ey. Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich hier lang muss. Die sitzen jetzt hier unten drin, meinetwegen. Da sehe ich da auch schon wieder eine um die Ecke. Kommt die jetzt von der Seite?
kann natürlich sein, dass das hier alles im Kreis miteinander verbunden ist. Die kommt da wahrscheinlich gar nicht durch. Also ein bisschen gebe ich zu, habe ich die Orientierung verloren. Genau, das war die Stelle. Die da drüben ist tot. Das heißt, ich müsste also jetzt doch hier lang. Machen wir mal wieder Nahkampf. Und ich glaube, ich bin hier tatsächlich auch richtig. Es geht jetzt zum Artefakt. Das Artefakt müsste hier unten drunter sein. Also ich glaube tatsächlich, dass ich hier richtig bin. Noch hier diese Fledermaus besiegen. Haben wir geschafft. Okay. Und das Artefakt müsste hier drunter sein. Was? So war sonst mal hier. Wo ist denn das Artefakt jetzt hin? Das war immer hier an der Stelle. Hier musste man nämlich aufpassen, dass man hier nicht runterfällt, um das zu öffnen. Aber das Artefakt ist nicht da. Ist das jetzt an einer anderen Stelle? Ist das jetzt weg? Das ist ja mal ganz garstig. Also jetzt habe ich den Weg gefunden. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, dass das Artefakt dort an der Stelle war. Und jetzt ist es doch irgendwie nicht da. Ich würde mal noch hier gucken gehen, wo die Spinnen saßen. Und jetzt hier unten im Loch sitzen, wo es hier lang geht. Aber genau, dann sind wir an der Stelle hier, von da drüben hat man schon mal auf eine Spinne geguckt. Das war dann also hier die Stelle. Das ist natürlich doof. Ich muss jetzt auch erstmal wieder Trefferpunkte regenerieren gehen. Das heißt, ich muss jetzt den Weg finden. Wieder nach draußen. Geht's denn jetzt zur Haupthöhle? Ich dachte, das hier wäre die Haupthöhle. Habe ich mich irgendwie komplett verlaufen? Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ja meinen Kreis gelaufen. Ich muss hier langsam raus, weil ich sonst erfriere. Hier Ausgang? Doch, hier müsste der Ausgang sein. Okay. Puh, gerade so wieder überlebt. Allerdings wundert es mich tatsächlich, dass ich das Artefakt dort nicht finden konnte. Normalerweise ist das da an der Stelle gewesen. Es gibt eine Möglichkeit, wie ich das überprüfen kann. Normalerweise. Und zwar, wenn ich in der Höhle mal in die K-Ansicht wechsle, kann ich beim Rauszoomen halt auch unter die Erde gucken und so Sachen sehen, die man normalerweise halt nicht sieht. Was halt zum Beispiel auch mich wundert, ist, dass es gar keine Lootkisten hier drin gibt. Aber das war in der Höhle, glaube ich, schon immer ein bisschen verbuggt. Allerdings gab es bisher auch immer das Artefakt zu finden. Und wenn
Das ist ja der Grund, warum man in diese Höhlen geht. Wenn das nicht da ist, dann wäre das schon ein bisschen doof. Deswegen, ich würde jetzt mal noch ein kleines bisschen warten, bis wir wieder vielleicht so die Hälfte des Lebens haben. Dann würde ich mal in diese Haupthalle am Anfang der Höhle gehen und mal in die K-Perspektive wechseln. Da das Spiel dann hin und wieder Bugs verursacht, würde ich da mal einen Speicherstand anlegen, und zwar hier in der Konsole mit Save World. Dann speichert er das nämlich noch zusätzlich zu dem, was er automatisch sowieso hin und wieder speichert, falls da doch irgendwie was schief gehen sollte, wenn ich in die K-Ansicht gehe. So, dann gehen wir hier noch mal in die Höhle rein, in die Haupthalle. Und dann schauen wir uns mal hier in der K-Ansicht um. K. Und dann muss ich hier mal ein bisschen rauszoomen. Und dann kann ich hier nämlich gucken, ob ich hier irgendwo das Artefakt sehe. Also die Höhle haben wir ja im Prinzip erkundet. Das ist dann also nicht Cheaten. Also wenn man das tun würde hier mit der K-Ansicht, während man die Höhle noch nicht erkundet hat. Normalerweise leuchtet halt das Artefakt auch. Aber ich sehe das hier gar nicht. Ich sehe hier gar nichts leuchten. Man hört es normalerweise auch. Das gibt ja ein typisches Geräusch von sich. Ich weiß nicht, was das Blaue da hinten ist. Aber ich sehe das hier echt nicht, wo das dann sein soll. Normalerweise halt hier drüben, ne? Wo ich halt gewesen bin, so in der Richtung. Aber da ist es irgendwie nicht. Hier ist jetzt so ein Abgrund. Den haben wir ja vermeiden können. Tja, dann ist das hier wohl verbuggt mit der Höhle. Es gibt hier kein Artefakt. Oder es ist jetzt tatsächlich an einer anderen Stelle und ich sehe es selbst in der Perspektive hier nicht. Aber normalerweise wäre das halt da gewesen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich will nochmal schauen, ob ich den Weg auf Anhieb gleich wiederfinden würde. Also, hier sollte man nicht lang. Kann ja auch hier nochmal in die K-Perspektive schauen. Ich da das Artefakt sehe, wenn ich mehr in der Nähe bin. Also ich stehe da und gucke hier auf diesen Teil. Und das ist dann eigentlich die Stelle, wo ich das Artefakt erwartet hätte. Und da ist auch irgendwie was angedeutet, die Lichter zumindest. Aber das Artefakt ist halt nicht zu sehen. Hier in dem Bereich. Würde man hier drüben dann ankommen? Hier könnte man also springen, also das geht schon. Aber ja. Nee, das Artefakt ist tatsächlich nicht da, bin ich der Meinung.
Ja, schade. Aber ihr habt es trotzdem gesehen. Die Höhle ist prinzipiell alleine auch machbar. Man sollte trotzdem den... Ich glaube, jetzt wird mein Vogel hier angegriffen. Ja, muss ich gucken, wo er hin ist. Unser Vögelchen, da. Aber hat er gut hingekriegt, den kleinen Kanu hier zu erledigen. Aber ihr seht, man kann die Höhle also auch alleine machen. Und ja, wenn es das Artefakt gäbe, könnte man sich auch das Artefakt holen. Da werde ich mal auch mich belesen dazu, inwiefern das tatsächlich jetzt derzeit wieder verpackt ist oder ob das jetzt an einer anderen Stelle tatsächlich ist und ich habe es einfach nicht gesehen, auch nicht in der K-Perspektive. Ja, aber dann holen wir uns das halt ein andermal, wenn ich halt mehr weiß, was Sache ist. Ich fliege jetzt wieder zurück und ja, dann müssen wir halt ohne Artefakt die Folge und die Höhlenexkursion beenden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich sag für heute aber erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.